Hey Leute, ich bin's Conny, das Pets im Lotto X Weihnachtsupdate 1 ist draußen und ich zeige euch, wie ihr alle 20 Weihnachtsgeschenke finden könnt. Aber zuerst schauen wir uns den Update-Log an. Hier haben wir nämlich den Update-Log. Wir haben die Christmas World, die werden wir uns gleich anschauen. Gingerbread Currency, also Gingerbread ist zurück, noch habe ich nix. Dann gibt's Weihnachtspets, Weihnachts-Eggs, da soll es sogar ziemlich viele geben, das werden wir uns ja dann mal angucken. Ein Adventskalender, der am 17. startet, okay. Santa Schlitten Event. Wahrscheinlich kann man da dann wieder den Schlitten bekommen, der viel zu langsam ist. Christmas Present Hunt. Elf on the Shelf Event, was auch immer das sein soll. Giant Gingerbread Chest, die spawnt ja immer irgendwo random. Noch eine Festive Map. Okay. Ein Schneeball-Launcher, ein Mailbox-System, darauf freue ich mich sehr. Stocking Gifts. Ja, da bin ich mir nicht sicher, was Stocking Gifts sein soll. Neue Exclusive Boosts, okay. Frozen Jolly Kid. Bugfixes natürlich. Und Part 2 in der nächsten Woche am Samstag, wo ich nicht livestreamen werde. Das ist ein ziemlich großer Update-Log. Und ja, wir gucken einmal in den Exclusive-Shop. Da gibt es jetzt Stocking Gifts. Ach so. Ah, statt Exclusive Gifts heißen die jetzt Stocking Gifts. Verstanden. Okay. Bin aber, wie gesagt, nicht so sehr interessiert an den Dingern hier. Exclusive Anime Egg gibt es übrigens immer noch. Es gab ja auch irgendwie Exclusive Boosts, aber keine Ahnung, was sie damit jetzt meinten. Wie das Mailbox-System aussieht, werden wir herausfinden. Gehen wir erstmal zurück zum Spawn. Weil dort wird es dann den Eingang zur Weihnachtswelt geben und das hier ist dann... Warte, haben die wirklich nur die erste Spawn-Area gemacht? Das war beim letzten Jahr, glaube ich, auch so, ne? Ah, komm schon, Preston. Naja, okay. Never change a running system, oder? Alles klar. Wir gucken gleich ins Weihnachts-Event hinein. Kann ich hier was machen? Yay! Ich habe ein Weihnachtsgeschenk gefunden. Eins von 20. Okay. Oh, da kommen ziemlich viele Gingerbreads raus. Alles klar. Die stehen dann hier einfach nur so rum und man kann man die einsammeln. Alles klar. Hier ist der Briefkasten. Ah, okay. Dann kann man hier senden gehen. Wenn ihr mir ab jetzt Pets schenken wollt, die Bank brauchen wir nicht mehr. Ab jetzt machen wir das mit der Mailbox. Das heißt, ihr könnt mir hier Gifts reinschicken. Es gehen aber auch, glaube ich, nur 100, wie es aussieht. Ja, ergibt auch Sinn, dass das nicht unendlich geht. Und ich kann euch dann auch Pets schicken. Das Mailbox-System wollte ich natürlich mal austesten. Und deswegen habe ich in meinem Chat eine kurze Auslosung gemacht. Und Emir hat gewonnen. Emir, schreib mir deinen Roblox-Namen in den Chat. Und dann bekommst du von mir eine Party-Card. Alles klar. Ich habe immer Emil gelesen, weil L und R im Koreanischen ist ja immer das Gleiche. Und wenn es am Ende einer Silbe steht, wird es eher wie ein L ausgesprochen. So, ich enter den Roblox-Namen. Sag dann GG. Pay to send gift. 100.000. Ah, okay. Das kostet dann 100.000 Diamonds, um jemanden Gift zu schicken. Das ist natürlich auch gewieft von Preston. Das ist auch ziemlich teuer, das muss ich schon zugeben. Aber 100.000 Gems kann ich jetzt auch mal ausgeben, um Emir dann eine Partycat zu schicken. So, Mail sent. Ob ich den Mail jetzt gesendet habe, das kriege ich hier, glaube ich, nirgendwo mehr im Nachhinein bestätigt. Aber ihr habt es ja gesehen. Ich habe es gesendet. Oh, ich habe schon Gifts bekommen. Aber das gucken wir uns später an. Ach, deswegen ist das hier auch auf einmal so richtig voll. Alles klar. Das ist cool, wenn man Geschenke bekommen hat, sind hier auch so Geschenke drin. Vielen lieben Dank an alle, die mir Geschenke geschickt haben. An Ich bin Elias für den Jolly Penguin. Dankeschön. An Tiltzock für die Propeller-Cat. Hatte ich jemals eine Propeller-Cat? Ich weiß es wahrscheinlich schon. Und die 2 Millionen Gems. Vielen Dank. Nochmal Tiltzock. Er schreibt Aha für die Balloon-Cat. Und oh mein Gott, Dankeschön für das Update-Hype-Gift. Ein Barney. Kannst du mich grüßen? Heißt Marcel. Gruß geht raus, Marcel. Ich claim auch einfach mal. Tiltzock, claim ich nochmal. Ich tue es zu fast. Okay, Entschuldigung. Und Demi-Boss schreibt Hi, wie geht es dir? Mir geht's gut. Und vielen lieben Dank für die 10 Millionen Gems. Und jetzt versuche ich noch einmal von Tiltzockt anzunehmen. Zu schnell. Ah, okay. Und danke an Victor. Jetzt reicht's aber. Ihr könnt mir später nochmal Geschenke schicken. Vielen lieben Dank an Victor für die 1,78 Millionen Gems. Für die 1,87 hat es wohl nicht gereicht, aber vielen Dank. Es ist super viel. An Victor 334PC und für die Scarecrow Cat. So, in Hardcore. Wir gucken jetzt einmal rein in die Christmas World für das Christmas Event. Hat funktioniert, schreibt Emir. Perfekt. So, und die Christmas Welt ist dann tatsächlich eine Welt mit verschiedenen Eiern, die man erstmal freischalten muss. Hier gibt es dann die Jolly Eggs. Davon kann ich ja schon mal, ja, kann ich schon mal drei öffnen. Alles auto-deleted, aber wir haben es in der Pet Collection. Die Pet Collection wird es nicht mal geben. Okay, und dann gibt es hier Adventskalender. Und der ist gar nicht mal so groß. Okay, ich claime jetzt den Jolly Penguin. Darf ich? Preston sagt, nein, ich darf den nicht. Aber es gibt sogar eine Christmas Booth. Ein Silver Stack. Der ist stärker als die Stacks, die wir aus der Fantasy-Welt kennen. Ein Stocking Gift. Einfach gratis ein Stocking Gift. Das ist cool. 100. Es steht hier nicht, aber das sind, glaube ich, Exclusive Boosts. Nordpol Wool. Alles klar, aber ich kann nichts claimen. Es geht nicht. Achso, ich muss hier unten auf Claim drücken. Ah, ich bin dumm. Okay, morgen gibt es dann den nächsten Reward. Nice. Ich gucke jetzt einmal kurz, wie sieht mein Adventskalender-Gift aus. Wo ist er? Hier, ein Jolly Penguin. Habe ich ja vorhin auch ein Geschenk bekommen. Auch gar nicht mal so schlecht. Den könnte man dann auch Dark Matter machen, dann ist er noch besser. Alles klar.
Was gibt's hier noch? Hier gibt's natürlich nochmal die Mailbox, die Bank. Coming in Part 2, das kennen wir ja schon. Oh, das ist ein neues Hoverboard. Das sieht zumindest ein bisschen schneller aus. Also vielleicht gibt es dieses Mal sogar ein Stufe 2 Hoverboard. Coming in Part 2, also nächste Woche, gibt es dann ein Update, wo es dann wahrscheinlich Quests gibt, die abzuschließen sind für dieses Hoverboard. Gut, dann farmen wir einmal kurz ein bisschen Gingerbread. Aber Gingerbread farmen dauert. Es dauert. Okay, ich glaube, man ist da tatsächlich dann ein bisschen besser beholfen. Also erstens, wenn ich Pet Sending auf Single stelle, weil dann kann ich mehr Sachen gleichzeitig abbauen. So. Aber noch schneller geht es dann wahrscheinlich, wenn wir diese ganzen versteckten Weihnachtsgeschenke finden. Die Frage ist nur, sind die versteckt an bestimmten Positionen oder spawnen die random? Ich glaube, die sind versteckt an bestimmten Positionen. Hier haben wir eins und das öffne ich jetzt einmal und kriege dann... Warte. 6,73.000. Ja, sagen... macht keinen Sinn. 673.000 Gingerbread. Und dafür kann ich dann den nächsten Bereich hier freischalten. Und im nächsten Bereich kann ich dann auch wieder schneller farmen. So, das war dann unser zweites Geschenk, das wir schon gefunden haben. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück zur Spawnwelt. Und wir gucken mal, ob wir weitere von den Geschenken finden. Weil die Geschenke sind aktuell unsere beste Aussicht darauf, schnell viel Gingerbread zu bekommen. Deswegen gucken wir uns einfach... hier mal ein bisschen oben auf dem Server. Halten Ausschau nach weiteren Geschenken irgendwo versteckt am Wegrand. Da waren zumindest die letzten beiden Geschenke. Warum baue ich die Sachen eigentlich ab, wenn ich sie nicht einsammle? Ja, ist ja auch egal. Vielleicht hat er eins meiner Pets, Dings, Magnet. Ja, auf den ersten Blick sehe ich keine Geschenke. Einmal hier nach hinten gucken, nichts vergessen. Da ist ein Geschenk. Alles klar, hier hinten ist noch ein Geschenk. Öffnen wir und gönnen uns ein bisschen Gingerbread. Nicht zu vergessen, bekommt man eine Menge Boosts, die sich nicht direkt aktivieren. Was ja auch schön ist, so kann man wieder ein paar Boosts freischalten. Ich habe welche übersehen. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass ich welche übersehen habe, weil ich da immer so ein bisschen blind bin. Vor allem genau da wäre noch eins. Hier ist noch ein Geschenk. Alles klar, dann öffnen wir das auch noch. Da ist noch eins. Alles klar, hier ist noch eins. Tschö. Aber ich denke, noch mehr werden hier am Spawn nicht sein. Also wenn hier noch eins am Spawn ist, dann hat das wirklich da hinten reingepackt, wo ja eigentlich niemand mehr reinguckt. Das wäre auch ein bisschen gemein. Aber dieses Winter-Update ist besser als das letzte. Ja, das finde ich auch. Das Update bietet mehr Content. Das letzte Update hatte zwar auch relativ viel Content, aber das meiste war ja nur unendlich viel Grind. Jetzt gibt es so ein bisschen Grind mit Progress. Beim letzten Mal waren es halt nur diese Challenges, die man machen musste und die waren ziemlich langwierig. Aber diesmal gibt es ja auch wirklich Fortschritte, die man macht und Pets, die man sich direkt in dieser Winterwelt abholen kann. Das finde ich ganz gut. So, da vorne ist noch ein Geschenk versteckt. So, und damit haben wir 6 Geschenke und damit, glaube ich, alle 5 Geschenke, die es hier in der Spawnwelt gibt, gefunden. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass hier noch eins zu finden wäre. Ich guck mal in die Fantasy World, aber ich weiß nicht, ob Preston jetzt noch was in der Fantasy Welt versteckt. Was meint ihr? Werden wir was in der Fantasy Welt finden? Ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen Hide and Seek hier. Ich meine, der Einzige, der sich in der Fantasy Welt versteckt, ist immer Tani. Aber... nix da. So, einmal Hallo sagen, aber ich sehe nichts. Und es sieht nicht sehr danach aus, als ob es in der Fantasy-Welt irgendwas gibt. Wir durchsuchen jetzt trotzdem noch einmal die gesamte Fantasy-Welt. Das nächste Hide-and-Seek-Video von Felix kommt übrigens noch dieses Jahr und ich bin richtig gehypt drauf. Wir hatten sehr viel Spaß bei der Aufnahme. Ah, hier, tatsächlich, in der Fantasy-Welt, hinter der Schokoladentafel, in dem Candy-Bereich, ist tatsächlich ein Geschenk. Da rechts bei den Portalen war eins. Okay, dann gucke ich nochmal rechts bei den Portalen nach. Danke für den Tipp. Ja, tatsächlich, rechts neben den Portalen ist auch noch ein Geschenk. Damit habe ich jetzt schon 8. So, Heaven schreibt ihr. Okay, ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal alles hier eins nach dem anderen durch. Der Gründlichkeit halber. So, ich sehe aber erstmal nichts. Da auch nichts drunter. Hier auch nichts hinter. Dann wieder raus. Hier ist noch ein Geschenk. In der Hellwelt hinter diesem Stein. So, sammeln wir auch nochmal ein. So, und dann rein in Heaven Island. Und einmal hier unter den Wattebäuschen gucken, wo sich Spieler so gerne verstecken. Aber das wäre ziemlich mies von Preston, wenn er hier was verstecken würde. Aber hier ziemlich offensichtlich hinter dieser einen Kiste ist was. So, und dann kicken wir hier einfach nochmal durch. Und noch einmal hinten zur großen Hell-Chest. Heaven Chest, zu Heaven's Gate Chest, aber hier scheint nichts zu sein. Ich habe jetzt nicht unter jede Wolke geguckt, aber ich glaube auch nicht, dass unter den Wolken was versteckt ist. So, dann gehen wir wieder rüber zur Tech-Welt, weil jetzt gucken wir in der Tech-Welt nach den weiteren Geschenken. Man kann sich teleportieren zur Weihnachtswelt, ja, schön. So war es früher immer bei den Events. Ich fand es komisch, als es nicht mehr so war. Okay, hier hinten ist nichts. Hier sehe ich auch erstmal nichts auf den ersten Blick. Natürlich das hier noch mitnehmen. Und hier wurde auch kein Briefkasten platziert. Hatte Preston kein Interesse dran. Okay, so, trotzdem hier die 25 Mal Diamonds nehmen wir trotzdem mit, auch wenn es dann nur ein paar 1000 sind. Komm, please. Sind doch mehr als ich da. Da vorne ist aber das nächste Geschenk. Direkt rechts neben der Dark Matter Maschine. So, wir öffnen das Geschenk und please, gib mir mehr. Dankeschön. Dann hole ich mir noch meine Dark Matter Pets ab, die ich abzuholen habe. Und gucke, ob ich was Neues Dark Matter machen kann. Ja, den Jolly Penguin. Machen wir Dark Matter. So, da hinten ist das nächste Geschenk. Und das öffnen wir. Und damit haben wir schon 12 von 20 Geschenken gefunden.
und gucken dann weiter. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Wenn ich was übersehe, schreibst du wie immer in den Chat. Hier, das habe ich diesmal nicht übersehen, aber das ist so ein Kandidat, den ich gerne mal übersehen hätte. Das 13. von 20 Geschenken haben wir gefunden. Für wie viel sollte man die Gifts verkaufen? Keine Ahnung, ich verkaufe nicht. So, immer die Kiste abbauen, weil vielleicht versteckt sich ja ein Übeltäter drunter. Kommen wir nur in der HC-Welt rein. Und ich mache mal wieder Pet Sending auf All. Und gucken weiter. Vielleicht ein Geschenk da oben im Himmel. Aber das wäre auch irgendwie weird. So, hier würde ich ein Geschenk doch sehen. Das ist ja so richtig rot immer. Aber diesmal sehe ich keins. Gut, kicken wir nach. Und dann sind wir einmal im Void. So, im Void gucken wir einmal, ob hier vielleicht irgendwas versteckt ist. Wahrscheinlich hinter, ja, genau, hinter dem Hardcore-Mode-Haus ist was. So, ob da noch Geschenke zu finden sind. Wir gucken jetzt nochmal hier in Axolotl Ocean, werde ich safe was übersehen. Mal, hier sind die Korallen schon so rötlich. Da ist noch ein Geschenk. Axolotl Ocean, hier hinten bei der Kiste haben wir noch ein Geschenk. 15 von 20 und gemacht. Was wir jetzt mal nachgucken könnten, ist, was wir früher bei allen Updates immer nachgeguckt haben, ob es neue Achievements gibt. Und es scheint ja wenigstens ein neues Achievement zu geben für Finde alle Hidden Christmas Pets. Und dafür kriegt man dann so ein Reindeer-Pet. Okay. Und wenn wir alle gefunden haben, kriegen wir so ein Rentier. Dann verlassen wir mal wieder Axolotl Ocean. Ich glaube, ich habe alles gefunden. Ich hoffe es zumindest, please. Und wir gucken dann rüber in die zweite Welt im Void. Und zwar die Pixelwelt. So, in der Pixelwelt angekommen. Sehe ich auf den ersten Blick mal wieder nichts. Ah, das kommt vielleicht noch. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Seht ihr was? Immer gucken, gucken, gucken. In den Ecken nichts. Da hinten. Hier hinten. Das war aber schon ein bisschen härter versteckt. Aber Preston will ja auch nicht, dass wir alles sofort finden. Aber die Sachen sind ja eigentlich... Sie sind auch nicht zu extrem versteckt, die Geschenke. Zumindest die, die ich bis jetzt gefunden habe. Vielleicht gibt es welche, die super extrem versteckt sind. Und vielleicht gibt es ja wirklich welche, die man nur in der Hardcore-Welt finden kann. Okay, dann in The Void. Und dann gehen wir nochmal rüber in die neue, normale Welt. Also die neueste normale Welt, Welt 3. Die Cat World. So, gehen wir da mal rein. Und hier gucken wir nochmal nach, ob vielleicht was hier hinter versteckt wurde. Aber wie ich schon in der Heaven-Welt gesagt habe, glaube ich nicht, dass Preston sowas macht. Das wäre ziemlich mies. Aber direkt hier am Spawn haben wir ein Geschenk gefunden in der Cat World. So gut versteckt, dass ich es vorhin, als ich in das Update reingekommen bin, nicht mal gesehen habe hier. Dann gucken wir nochmal genauer nach, ob wir vielleicht noch was finden können. Auch hier reingucken in die Gebüsche. Das da natürlich abbaut. So, hinter der Kanone in der Cat World. Jo, danke für den Tipp. Ich habe es gerade gefunden. Und tatsächlich, hier beim Wasserfall ist noch ein Geschenk. Oh, lass mich bitte... So, Geschenk einsammeln, alles Gingerbread mitnehmen und dann fehlen mir nur noch zwei Geschenke und das wird jetzt schwierig, die letzten Geschenke zu finden, weil da muss ich dann natürlich suchen. Wenn wir Pech haben, sind die wirklich in der Hardcore-Welt, in Bereichen, die wir einfach nicht hinkommen. Das wäre das Mieseste, was man sich vorstellen kann, aber jemand in den Chat meinte vorhin, er hätte schon 19 von 20 und meinte auch, Wetten, das Letzte ist in der Hardcore-Welt, also... hat er offenbar noch ein weiteres gefunden, das nicht in der Hardcore-Welt war. Eins ist beim Christmas-Event. Eins habe ich auch schon beim Christmas-Event gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass hinten beim Christmas-Event noch eins zu finden ist. Ich scroll jetzt hier immer nach ganz unten und tippe mich ins Christmas World Wonderland. Neben dem Haus in Winter. Mhm. Ich gucke hier jetzt nochmal nach, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber ich habe hier ja schon, ich glaube, eins oder zwei gefunden. Weiß ich gar nicht mehr, ob ich zwei hier gefunden habe. Das hier ist auch eine schöne Höhle. Hier kann man sich schön verstecken. Aber wir haben Verstecken schon aufgenommen, ohne die Winterwelt. Ganz genau hingucken. Vielleicht kann man... Oh! Oha! Man kann hier in das Haus einfach reingehen. Oh mein Gott, erzählt das nicht Felix. Erzählt das nicht Felix. Auf gar keinen Fall Felix erzählt, dass man da reingehen kann. In der zweiten Area... Ja, in der zweiten, ich glaube in der zweiten Area habe ich eins mitgenommen. Hier komme ich auf jeden Fall noch nicht hin. Das heißt, ich packe Pet Sending wieder auf Single. Und dann werde ich nochmal so ein bisschen was abbauen. Vor allem die, wo Coins Multiplier drauf ist. So, 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 so. Und dann habe ich schon genug. Das geht ja jetzt wie geschnitten Butter. Auf in die nächste Welt. So, das ist eine sehr schöne Kulisse hier mit diesen ganzen kleinen Häusern. Kann man hier auch wieder rein überall? Man kann in diese Häuser alle rein. Man kann einfach in all diese Häuser rein, Leute. Meint ihr, in einem dieser Häuser ist ein Geschenk versteckt? Das wär's doch, oder? Wir gucken jetzt in jedes Haus. In jedes Haus gucken wir rein. Kann man hier vielleicht die Leiter hoch? Aber wenn hier ein Geschenk versteckt ist. Ah, das wäre so mies. Aber wir werden es finden, Leute. Wir werden es finden. Das ist so cool, dass man hier überhaupt durch kann. Ich weiß auch gar nicht, ob Preston davon weiß oder ob das einfach so sein Bilder gebastelt hat. Vielleicht wird das aber auch noch Part von irgendwas. Weil es wirkt ein bisschen unintentional, weil die Häuser alle so komisch platziert sind, dass halt Sachen in sie hineinragen. Vielleicht war das wirklich nicht geplant, dass man rein kann. So, aber in den Häusern schon mal nix. Dann gucken wir nochmal auf die Häuser hier rauf und dann hinten rein. Weil hier hinten kann man auch reingucken, aber hier ist auch nix. Oh, das ist eigentlich ein Albtraum für Suchende in Hide and Seek. Und dann gucken wir noch hier hinten rein und auch nix. Das wäre so ein cooles Versteck für ein Geschenk. Aber hier geht, das sieht so aus wie ein Pfad, der hier hochgeht, als sollte man hier hochgehen. Oder als sollte man hier vielleicht noch ein Geschenk finden können. Aber ich finde nix. Oh, ja gut, habe ich gesagt.
19 von 20 sind gefunden. Da hinten ist Giant Gingerbread. Oh, das spawnt gar nicht mehr random. Das ist tatsächlich hier. Wenn ich das vorher gewusst hätte. So, ich gucke jetzt aber trotzdem nochmal in alle Häuser rein. Auch wenn ich bezweifle, dass hier jetzt trotzdem noch ein Geschenk sein wird, gucke ich nach. Weil die Hoffnung stirbt zuletzt, Leute. So, hier noch einmal gucken. Auch nix. Es ist so cool, dass man die Häuser betreten kann. Ich liebe es in Videospielen, wenn man Häuser betreten kann. Ich liebe es einfach. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach der reine Moment für mich. Also hier oben wieder nix. Hinter den Häusern auch nix. Nochmal hier reingucken, auch nix. Und dann noch einmal hier reingucken. Dann war ich in jedem Haus drin. Hab überall einmal reingeschielt. Hallo? Einmal reingeschielt und nichts gefunden. Okay, aber zu schade. Das wäre ein geiles Versteck. Aber dass ich mich richtig gefreut hätte, wenn ich was gefunden hätte. Jetzt muss ich 2,5 Milliarden Coins zusammenfarmen. 2,5 Milliarden, Leute. Wie soll ich denn die zusammenkriegen? Jemals. Ich habe doch schon die ganzen Weihnachtsgeschenke. Na gut, es kommen auch ziemlich viele relativ große Kisten hier runter, bei denen man ja auch echt gut farmen kann, ne? Ich habe jetzt schon 200.000, also das wird was. Ich habe keinen Grund, mich jetzt zu beschweren. Es ist machbar. Mit meinen Pets absolut. Wenn man nicht so gute Pets hat wie ich, ist es schon ein bisschen schwieriger, aber mit meinen Pets geht es schon ziemlich easy, sich hier kurz in die letzte Welt rein zu farmen. Jetzt noch ein bisschen weiter farmen. Nur noch ein bisschen. Ein kleiner bisschen. Jetzt baut man ein bisschen schneller ab hier. Ich habe aber keine Lust mehr abzubauen. Es reicht. Ich habe jetzt schon ein Drittel. Ich habe nicht ein Drittel. Ich habe mehr als ein Drittel. Ich habe schon fast die Hälfte, kann ich sagen. So, gleich habe ich die Hälfte. Und natürlich die Gifts redeem. Ich bin so ein Trottel. Weil die Gifts werden mir safe auch noch... Ja, die geben mir ordentlich. So, und durch die Gifts habe ich jetzt auch noch ein bisschen was bekommen. Und jetzt habe ich schon die Hälfte. Oh, das ist gut. Mal 100 mal so viele Coins. Gib mir die 100 mal. So, bitte, bitte nur noch eine Milliarde. Gib mir jetzt einfach eine Milliarde, Pet Simulator Gott. Nur noch eine Milliarde. Es kann doch nicht so schwer sein. Bitte, 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 bitte. Die letzte Milliarde ist immer die schwerste, Jungs. Ich kann es nicht oft genug sagen. Milliardär werden ist einfach. Aber Multimilliardär werden. Oh, es gibt nichts Härteres, als Multimilliardär zu werden. Ja, please. Okay, nur noch einmal die Sachen einsammeln, die hier liegen. Und dann haben wir es. Ja, ja. Wir haben es. Perfekt. So, nie wieder Gingerbread farmen. Außer natürlich an der großen Kiste. Dafür packen wir Pets Handling wieder auf All. Und dann alle Pets ran. Dann gucken wir einmal nach, ob hier vielleicht noch was zu finden ist. Vielleicht in den Iglos. Nein. In dem Iglo. Nein. Vielleicht hier oben, hinten, irgendwas. Die Welt erinnert mich wirklich gerade sehr an Pet Simulator 1 Weihnachts-Event. Aber wenn man hier fertig ist, geht es tatsächlich noch ein bisschen weiter. Und zwar, hier geht es einfach weiter. Und guckt euch das an. Hier ist einfach eine huge Weihnachtskette eingefroren. Werden wir die jemals bekommen? Das werden wir wohl in den nächsten Weihnachts-Events erfahren. Aktuell leider noch nicht. Und aktuell finden wir leider auch noch nicht das letzte Weihnachtsgeschenk. Ich habe 19 von 20. Wo ist das letzte Weihnachtsgeschenk? Haben wir einmal abgebaut. Jetzt habe ich schon wieder 3 Milliarden zusammen. Also, das Geld, das ich hier reingesteckt habe, ist sofort wieder reinvestiert gewesen mit diesem Gingerbread House. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch diese Tür dort zu kaufen, weil mit dem Gingerbread House kann man gut zusammenfahren. Dann zur Ancient Island und hier habe ich beim letzten Mal nichts gefunden. Vielleicht ist ja hier hinter was und hier ist das letzte Gift. Da habe ich nicht genau genug nachgeguckt. Damit habe ich dann das letzte Gift gefunden. 20 von 20 Gifts und habe dafür dann ein Reindeer Pet bekommen. Klicken wir mal nach, wo das ist. Es ist auf jeden Fall nicht hier unten bei den anderen Pets. Es ist auf jeden Fall auch nicht hier oben, oder? Mir fällt gerade ein, ich kann austauschen durch Luckys jetzt, weil ich ja inzwischen ein paar mehr von den Luckys Dark Matter gemacht habe. Dann kann ich die hier anlocken und die Luckys locken. So. Aber die Belohnung bleibt irgendwie aus, wie es aussieht. Also es sollte ein Pet geben dafür, diese Quest, aber ich sehe es. Ach doch, hier, Rudolf! Hier ist er. Rudolf hat 9,94 Trillion Stärke. Ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist jetzt aber auch nicht so krass, wenn man bedenkt, dass sie hier halt 756 Trillion in Dark Matter haben. Okay, damit habe ich alle Geschenke gefunden und würde sagen, das wäre es dann erstmal mit dem Weihnachts-Update. In 9 Minuten gibt es nochmal die Chance auf eine Huge, wenn wir uns in der Christmas-Welt befinden. Deswegen gehen wir auch einfach mal in die Christmas-Welt rein. Wenn dieser Countdown dort steht, kündigt sich ja an. Dann muss man ja nur warten, bis der Countdown runter ist um 19 Uhr. Vielleicht ist das dann wieder genauso wie mit dem Mystery Merchant, dass dann, wenn halt der Mystery Merchant erscheinen würde, halt jetzt Santa Paws kommt und jedem Geschenke gibt. Das war beim letzten Mal auch so. Santa Paws gave everyone gifts. War ziemlich cool. Und diesmal gibt es eine huge Chance. Die wird wahrscheinlich wieder gering ausfallen, aber die kann man sich ja trotzdem gönnen. Und ich habe inzwischen gehört, dass es wohl alle 4 Stunden sein soll. Kann es aber noch nicht bestätigen. Das war es erstmal mit dem Video. Bis dann und ciao!